Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir spielen immer mit Gaming Warrior. Sag mal irgendwas. Man hört dich, sehr schön. So. Ja, danke fürs Zusehen vom Livestream erstmal alle, die mitgeschaut haben, war echt cool von euch. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Kathedrale. Kathedrale. Ja, das ist eine Kathedrale. Richtig. Die Kathedrale ist selber beim Livestream ein bisschen hochgegangen. Wenn ihr euch zurückerinnert. Ah. Krogfässer, okay. Oh, und der erste Zelda-Part ist jetzt on. Wenn ihr das hier seht. Und das zweite wird auch direkt danach hochgeladen, weil ich zwei heute bringen wollte. Und zwei bringe ich heute. So, wir müssen kurz an die Controller umstellen. Das ist immer umständlich, aber mal. So haben wir's. Ja, also, wie wir im letzten Part und im Livestream schon festgestellt haben, grafisch ist das hammer geil. Wirklich, was anderes ist, ob man das auf dem Bildschirm von YouTube sieht oder es einfach selbst spielt. Da presse ich jetzt mal ausnahmsweise aus eigener Erfahrung. Richtig geil. Oh mein Gott, da kommt Gegner. Fuck you. Rasenmäher-Style. Mann. Ich sage daraus, ich mache daraus Feuersalamander. Feuersalamander. Uhu. Ja, danke übrigens an dieser Stelle mal an die große Interesse an den Switch Unboxing allen. Wollte ich nur mal sagen. Es ist cool von euch, dass ihr euch ja so unterstützt und euch das Ganze so gefällt. Das ist schön. So. Wird einfach den ganzen Tag über nur Nintendo Switch Stuff kam. Okay. Übrigens zum Upload-Plan, da gibt es eine kleine Verschiebung. Ja, was heißt eine kleine Verschiebung? Heute kommt noch der eine Zelda-Part, dann haben wir alles hochgeladen. Was wir heute hätten hochladen sollen. Und morgen geht's dann weiter mit 1, 2. Drei Parten Zelda. Dann nur so, guck mal weiter. Ja. Definitiv. Wenn man es diesmal anders machen werde, im Livestream sind wir fast an der Explosion verhalten. Ne? Bei diesen beiden. Hyrule-Pilz. Bei den beiden Verrückten, wo er im Sprengfass geworfen hat. Was ist mit denen? Ich werde ihm diesmal zuerst die Bogenschützen vornehmen, kann ich sie bald abknallen. Sehr schön, nimm dir zuerst die Bogenschützen. Vor. Ja Leute, ich werde übrigens auch noch ein Video hochladen, in dem ich euch meine Nintendo Switch Freundescode gebe, damit ihr mich auch der Nintendo Switch adden könnt. Das ist so mein Plan. Und ihr könnt mich gerne auf das Switch registrieren, um auf das Switch mit mir zu spielen. Weil da werden ja richtig coole Games erscheinen, definitiv. Darauf können wir uns freuen. Genau.
Leider ist das Zelda nur ein Einzelplayer-Game, aber was soll's. So, da haben wir schon den Typ, gegen den wir uns kümmern müssen. Aber zuerst müssen wir zur Kathedrale gehen, weil da geht's das Abenteuer so richtig eigentlich erst los. Letztlich die Frage ist nur, wo ist die Kathedrale? Alles klar, wir haben ja drei Stück davon. Nein, haben wir nicht. Da steht doch noch drei. Das 3 ist der Wurfschaden. Was? Das 3 ist der Schaden, wenn man es wirft. Ah, stimmt. Ja, schön, dann. Geil. Müssen wir jetzt eine neue suchen und bleibt wohl nichts anderes übrig. Fürste ist. Also, ich werde den zweiten Part, den ihr jetzt hier seht, was dann nicht doch erst, morgen hochladen, also sprich am Samstag, weil aktuell nicht viele das sollen. Ich muss mir das gut überlegen, wie ich das mache. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, wir tun die Kathedrale jetzt wieder hochgehen. Das haben wir auch im Livestream gemacht. Was hat das für einen Grund? Hat prima einfach den Grund, dass wir, ja, was hat das eigentlich für einen Grund? Geil. Genau. Und den holen wir. Und wegen den Crack-Dingern, die es da gab. Nein, wegen dem Krog. Krog, meine ich. Wegen dem So, jetzt dürfen wir nur am Ende nicht wieder runterfallen und verrecken, was wir gerade probieren, was wir gerade irgendwie dabei sind zu machen. Das wäre nicht so optimal irgendwie. Was? Du wirst klettern können. Ich weiß es nicht. Ich könnte es Medizin, lol. Wir werden jetzt Apotheker. So, es ist das selbe Prinzip wie Minecraft. Wir fressen und wir bekommen dadurch Leben. Das ist ganz praktisch. Ja, also ich werde definitiv, ich werde glaube ich so im fünften Part oder so dann auch mal meine Meinung zum Spiel sagen, wie ich das im Insgesamten finde. Aber ich setze das cool. So, das ist weit oben. Weiter nach oben kann man nicht. Und ja, schaut das mal die Aussicht an von da. Die ist richtig geil. Wirklich. Ungelogen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das Ziel ist. So. Ja, ich schreibe gerade mal auf Twitter mir. Der Switch-Controller ist klasse, liegt super in der Hand, ist ein Kauf wert. Das weiß ich. Und ich werde mir definitiv die Tage auch gönnen. Aber ich war da wirklich. Ich war bei mir im Testmarkt, die hatten nix. Ich werde es im Amazon bestellen und warten, bis es ankommt. Das war. Oh, das war so glücklich. Halleluja. Glimpflich ausgegangen für das, mein Lieber. Ich kann es mir nicht leisten, weitere Heilmittel zu verbeugen. Na. Kletter ja vorsichtig runter
Und dann schauen wir mal zum nächsten Ort zu gehen, wo es weitergeht. So, das sind erstmal ein paar Gegner. Die vorhin mit dem Explosionsdiskurs zu geworfen haben. Also, das ist die Bogenschützen. Und was machen wir jetzt? Also, das ist die Bogenschützen gerade. Sehr schön. Der Vulkan da hinten wird übrigens später nochmal eine große und wichtige Handlung haben. Aber schaut es mal bitte an, wie geil das wirklich grafisch aussieht. Man glaubt es kaum. Aber es ist richtig nice. Ungelogen. K.O. Burgplänen-Bogen. Sehr schön. Bogen sind immer wichtig, ne? Hä? Guck mal, da war gerade was. Ah. Holzpfeil. Holzpfeil. Sehr schön. Da liegt wieder was da hinten im Gras, was glitzert. Und da bewegt sich irgendwas, ein Frost oder so. Das ist ein Frost, ist ja lol. Das ist lol. Den Pfeile, cool. Ich frage mich, ob es im Spiel eigentlich auch Nacht werden kann. Ich glaube so auf Anhieb nicht irgendwie, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Also keine große. Na, was suchen wir jetzt? Erzähl mal ein bisschen. Bisschen lauter, sonst hört man dich nicht. Ich habe mir den Typen gerade nur noch geschnappt, weil er vorhin im Livestream sehr viele Pfeile hatte. Das Schild, das Schwert. Mit dem ich jetzt auch ausrüsten werde. Sehr schön. So, jetzt schnapp ich mir die beiden. Klemmt aber wieder da hinten. Und was mich auch interessieren würde, das gucke ich jetzt auch gleich nach. Was? Und zwar, verdammt, oh verdammt. Ich habe mich gesehen. Oh scheiße. Oh Gott, die haben Dynamit. Der wirft schon wieder danach mit mir. WTF, Dynamitbomben. Die werden bombardiert, bombardiert vor allem. Ich hab den Bogen nicht mehr ausgerüstet. Oh scheiße. Sag mal, was hier abgeht, hier auf dem Bild. Junge, der eine hat eine brennende Keule. Der eine hat eine brennende Keule. Aber ich muss erst mit. Oh shit, die werden rasiert. Ich rüste mich erstmal wieder mit meinen ganzen Waffen hier aus. Ja, die müssen erstmal ausgerüstet werden. Hat er sich gerade selbst geschossen? Nein. Der hat einen Stein geworfen. Ach, das warst du. Ah, jetzt hast du eine brennende Kohle. Nee, vermute, die ist gleich kaputt.
Läuft. Ah, du kannst deine Pfeile daran anzünden am Feuer. Dann brennen die. Ja, geil. Das ist cool. Mal aus. Kann ich damit denn wirklich was? Ach, das ist eine gute Idee, Mama. Ich entzünde. Au! Nicht mich. Und jetzt einfach mal im Gras. Und jetzt gleich der nächste Feldtest. Und zwar. Schöne Gegend irgendwie. Ach, verdammt. Wie ich eine schöne Gegend mache. Ach, shit. Der Pfeil fliegt nicht gut. Das wäre, guck mal, das ist eine Basis oder so. Wie mache ich den Bock? Ah ja, siehst du, da ist ein Tipp, der ein Fragezeichen im Kopf hat. Oh Mann, ich treffe den nicht. Der ist im Zweifelsfall überrascht von dir. Nein, der bläst Alarm, Mann. Oh, scheiße, da kommen die ganzen Gegner. Jetzt wird rumgemetzelt. Hier wird nichts rumgemetzelt. Oh nein, der hat ein Schild. Der hat ein Schild, scheiße. Und er wird niedergekloppt. Oh nein, so am Anfang. Ich bin so dumm. Wir müssen auf das Spice-Land, fährt mir gerade ein. Ja, das auch. So, das ist eine Beendigung vom Part, liebe Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut und ciao!